Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast für München. Herzlich willkommen zur nächsten Folge der nach den Ferien Folge des Lehmann Hüber Talk. Die total entspannten Immobilienmakler sind wieder da. Und zwar mit einer ganz spontanen Folge, die eigentlich nicht geplant war, aber die Mikrofone standen gerade griffbereit und haben gesagt, jetzt erzählen wir mal ein bisschen was. Es gibt auch eine Story dahinter, die werden wir euch gleich noch erzählen, warum wir gerade heute zusammen mit Maria eine Aufnahme machen. Ja, ich bin auch dabei. Servus, ja. Maria. Genau, eigentlich sollte Folge 7, was jetzt das, glaube ich, wird, ja, schon längst öffentlich sein und einen ganz anderen Inhalt haben, aber bei unseren Interviews, die leider echt gut geworden sind, ja, die wir im August aufgenommen haben, waren wir zu blöd, ein Mikro richtig anzuschließen. Und schon hat unser Interviewpartner nicht die Möglichkeit gehabt, recht nah oder recht mit guter Tonqualität zu sprechen. Und war irgendwo im Off zu hören, aber leider haben wir das erst festgestellt, nachdem wir eine perfekte Folge gedreht haben oder aufgenommen haben, mit jeweils zwei sehr interessanten Interviewpartnern aus unseren Kooperationen. Aber wird nachgeholt. Genau. Irgendwann im September, Oktober kommen dieselben Gäste und Gästinnen wieder. Ja. Und dann kriegen wir es hoffentlich nochmal genauso gut hin. Jetzt haben wir tatsächlich heute unseren Techniker hier gehabt. Der hat uns natürlich geholfen. Wie ihr wisst, können wir ja sehr gut makeln. Wir können vieles sehr gut. Aber manche Dinge, da lassen wir in Zukunft die Finger weg. Also da fragen wir lieber jemanden, der sich auskennt. Und so jemand steht ja auch auf unserer Website, dass genau. Es ist gut, dass nicht jeder alles kann. Und wir beschränken uns auf die Dinge, die wir wirklich können. Und deswegen ist heute Maria dabei und testet jetzt mal das entsprechende Mikrofon? Ich bin auf der dritte Mikrofon zu testen, genau, sodass nächstes Mal es funktioniert. Genau, und die Maria wollte unbedingt jetzt auch mal an dem Podcast teilnehmen, gell? Und deswegen erzählt uns unbedingt Maria jetzt vom Urlaub. Genau, wie war's, Maria? Urlaub ist immer schön. Ja, genau. Ja, wir hatten jetzt zwei Wochen Betriebsferien sozusagen und deswegen sind wir gut erholt, ein bisschen braun gebrannt. Ja. Und aber eigentlich schon so richtig Urlaub hat man ja als Selbstständiger nie. Und wir sind gesund wieder zurückgekehrt, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also wir sind, Maria und ich sind braun gebrannt, Sebastian ist verheiratet zurückgekehrt aus dem Urlaub. Ja, jetzt ist es raus. Ja. Ui! Glückwünsche bitte an info@lehmannhuber.de. Genau. Ja, auch von unserer Seite nochmal, Herr Sebastian, dir und deiner Frau die allerherzlichsten Glückwünsche. Wir haben uns aus der Ferne sehr gefreut und die Bilder waren sehr, sehr schön. Also ja. Ein neuer Lebensabschnitt für dich. So ist es. Der alte mit der Ehe, mit der Firma und den Kunden geht ungebrochen weiter. Genau. Bin ich euch treu und den Kunden auch. Jetzt bist du aber Maria wieder ins Wort gefallen, weil die wollte eigentlich erzählen, wie sie im Urlaub war. Ja, will sie nicht. Will sie nicht. Sie schüttelt mit dem Kopf, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Warte mal, ich versuch's nochmal. Wie war es denn im Urlaub, Maria? Ich habe schon gesagt, es war sehr, sehr schön. Wo waren wir denn? Wir waren in Griechenland, in Athen und auf Paros. Ja, eine also sehr schöne Insel. Eine traumhafte Insel und wir wollten eigentlich gar nicht wieder heim. Aber als selbstständiger Makler. Ihr habt euch schon auf mich gefreut. Ja, natürlich. Und auf alle Zuhörer, ja, und unbedingt eine neue Folge, unbedingt. Podcast aufnehmen. Unbedingt. Das war schon. Also ich konnte kaum erwarten, heute diesen technischen Termin zu haben, um das mit dem Mikrofon. Aber wisst ihr, so oft, also oftmals ist es ja so Anwenderfehler. Ne? Wenn der Nerd dann so den Kopf schüttelt, ne, und sagt, na, es liegt meistens nicht an der Technik, Anwenderfehler. Aber wir lernen dazu und wenn das heute mit der Sprachqualität gut klappt und die Maria wird sich natürlich heute öfter mal einschalten und das Wort übernehmen, dann sind wir wieder gerüstet für unsere Interviewpartner und die werden wir in Kürze einladen und dann werden wir euch alle wieder wie gewohnt mit bester Qualität verwöhnen. Aber auch heute gibt es nicht nur Erzählungen aus dem Urlaub, sondern wir haben wieder knallharte Fakten mit dabei. Ihr solltet auch inhaltlich was davon haben, uns hier zuzuhören. Und besonders werden wir heute auch mal aus eigener Erfahrung das Thema Immobilienkauf etwas erwähnen. Dazu kommen wir dann am Schluss, glaube ich. Genau. Jetzt können wir erstmal auf zwei Artikel eingehen, die wir jetzt in den letzten Tagen im Internet gefunden haben, die wir ganz interessant fanden und dazu auch ein bisschen was erzählen und unsere Meinung dazu kundtun und am Ende gibt es dann natürlich noch
die spannende Frage, was gibt's Neues bei uns? Denn wir haben uns ja jetzt doch ein paar Wochen nicht gehört über dieses Medium und wir waren beim Notar, haben fleißig akquiriert und da sollt ihr als Hörer natürlich auch was davon haben. Wir also starten erst, in einen heißen Herbst. Ne? Genau, jetzt sind erstmal keine Reisen mehr geplant. Wir arbeiten jetzt mal durch bis Weihnachten, würde ich sagen. Genau. Ja. Erster Artikel. Es gab eine Umfrage, eine Meinungsforschung zum Thema, was sich die Menschen von einem Immobilienmakler auf der Verkäuferseite erwarten. Ja. Und die bahnbrechenden Erkenntnisse waren jetzt irgendwie nicht drin, weil sie erwarten sich alles. Das ist mir jetzt gerade nochmal aufgefallen, als ich es zusammengeschrieben habe. Also 88% der Befragten erwarten sich eine fundierte Preisermittlung. Also das können wir auch schon mal bestätigen, dass das zentrales Element ist. Ja, ein zentrales Element, eine der wichtigsten Säulen für den Immobilienverkauf. Denn es wird einem ja in der heutigen Welt viel angeboten, den Preis seiner Immobilie schätzen zu lassen. Da braucht ihr nur mal öffentlich-rechtliches Fernsehen anschauen und dann den Werbeblock abwarten. Wenn dann wieder eine Umsonstbewertung von einem, ich sage jetzt mal, eher digitalen Makler angeboten wird. Und, wobei von denen ja auch der Umsonstverkauf angeboten wird. Auch angeboten wird, genau. Wenn es nichts kostet, tut der Kaktus nicht weh oder sowas. Ja. Wir können natürlich darüber jetzt lang philosophieren, richtig oder falsch, aber ich habe es ja schon mal in einem anderen Podcast erwähnt. Also wir gehen auch gerne regelmäßig mal ran und übernehmen mal von diesen digitalen Schätzautomaten die tatsächlichen Ergebnisse, die wir erzielt haben und tippen es dann dort ein. Einfach nur mal, um zu wissen, was wäre denn rausgekommen, wenn unser Kunde uns nicht kennengelernt hätte mit unserer fundierten Expertise und einer vernünftigen Bewertung, die auch etwas mehr braucht wie nur eine Maschine. Und des Öfteren kommt eben dabei raus, dass hier die Unterschiede schon gravierend sind. Genau, das ist dann eigentlich auch die zweite Zahl, denn 95% der Befragten erwarten sich vom Makler eine detaillierte Marktkenntnis. Und das ist wirklich etwas, was nur der menschliche Sachverstand im letzten Detail auch abbilden kann und natürlich auch mit dem ersten Punkt der Preisermittlung zusammenspielt. Und 91% erwarten sich auch den maximalen Verkaufspreis durch einen Makler. Ja, Thema Mehrwert. Aber die Maria hat mir gestern Abend etwas vorgelesen in Englisch. Vielleicht kannst du es nochmal in Deutsch kurz zusammenfassen. In Englisch kriege ich es nicht mehr zusammen. Aber das, was du mir da vorgelesen hast, dieser Spruch oder von diesem Speaker, man muss den Mehrwert auch erkennen wollen an einem Makler, richtig? Ja, das war nicht über Maklern, es war generell für Unternehmer, dass man muss den Mehrwert sehen, sodass er was bezahlen und es geht nicht immer über Preis, aber Mehrwert. Ja. Genau, das ist ja auch das, was jetzt dann ab 23.12. mit der neuen Provisionsgesetzesregelung dann auch wahrscheinlich mehr zum Tragen kommt, dass die Verkäufer bei der Maklerwahl wieder mehr auf die Dienstleistung schauen, weil sie kommen nicht mehr drum herum, den Makler zu bezahlen. Und das hoffen wir eben, dass daraus eben genau dieser Effekt entsteht, dass mehr auf den Wert des Maklers als auf seinen Preis geschaut wird. Genau. Zwei weitere Erkenntnisse aus der Umfrage noch. 92% der Befragten wünschen sich positive Referenzen oder eine Reputation des Maklers oder legen Wert drauf, diese vorab zu erfahren. Macht Sinn, wir leben jetzt in der, wie heißt das schön, Review Economy. Also jeder beurteilt jede Entscheidung für ein Produkt oder für eine Dienstleistung erstmal anhand der Bewertung von anderen Nutzen oder Nutzern. Ja. Ist auch durchaus richtig. Deswegen geben wir uns auch Mühe, unsere Kunden zu motivieren und sowohl bei Google oder auch bei maklerempfehlung.de zu bewerten. Und das tun sie auch, Gott sei Dank, sehr positiv. Genau, dann also auch noch wichtig, 94%, um da mit der letzten Zahl zu kommen, legen Wert auf den ersten persönlichen Eindruck, den sie vom Menschen Makler haben und nicht nur jetzt das fachlich, finde ich auch schön. Und ich glaube, alles, was wir tun, sind Geschäfte zwischen Menschen, ob es jetzt der Makler oder der Handwerker oder der Arzt oder der Friseur ist. Ja, es menschelt extrem zwischen Makler und Kunde. Und das ist ja nicht nur auf Verkäuferseite so, sondern auch vor allem dann auch und vermehrt natürlich auf der Käuferseite. Wenn wir unterwegs sind und auch mal Maklertermine haben beim Kauf oder von Anmietung von Immobilien, ja, das kommt jetzt nicht so oft vor, aber ab und zu, dann achten wir natürlich auch darauf und möchten eigentlich gerne so bedient werden, wie wir es auch selbst tun, werden aber mehr enttäuscht als positiv überrascht. Ja? Und der erste Eindruck bei einer Immobilie, wenn Sie sie auf dem Markt
sehen, ja, das Bild, der Film, der positive emotionale Eindruck ist genauso schwerwiegend wie auch der erste persönliche Eindruck eines Maklers, der dann eben Ihnen in Corona-Zeiten ja nicht die Hand schüttelt, aber Sie dann das erste Mal persönlich trifft. Oder es geht ja schon los bei der Kommunikation mit einem Makler, wenn ich eine Immobilie das erste Mal anfrage. Was kriege ich da zurück auf meine Anfrage? Ich habe jetzt auch die letzten Tage, gestern oder vorgestern, mit einem Kunden telefoniert, der eine Immobilie in Saarbrücken verkaufen möchte. Da haben wir jetzt bisher niemanden aus unserem Netzwerk, haben aber Möglichkeiten, und das tun wir auch regelmäßig, ja, wenn es außerhalb unseres eigenen Radius ist, dass wir schauen, welche Maklerkollegen vor Ort können wir unseren Kunden empfehlen, damit sie bei denen die genauso gute Dienstleistung kriegen wie bei uns. Ja. Und jetzt eben mit dieser Studie, wo ich jetzt gelesen habe, was den Leuten wichtig ist bei der Maklerentscheidung oder Maklerwahl, habe ich jetzt mal so überlegt, nach welchen Kriterien suchen wir denn Maklerkollegen aus, die wir dann unseren Kunden empfehlen. Und fang du mal an und dann ergänze ich, weil das weicht nochmal ein bisschen von dem oben ab, weil wir es einfach nochmal, wir wissen einfach anders, drauf zu gucken auf unsere Kollegen. Wir stellen natürlich Fragen oder... Aber erstmal, bevor wir Fragen stellen, müssen wir erstmal gucken... Wo finden wir ihn? Erstens, wo finden wir ihn? Wen rufen wir überhaupt an, um ihn zu testen, ob er für unseren Kunden der Beste ist? Ja. Also, wir bedienen uns unsere langjährigen Erfahrungen. Manchmal haben wir Makler im Netzwerk, die wir schon aus internationalen Treffen kennen, die wir dann, oder nationalen Treffen kennen, die wir dann eben in Hamburg, Berlin oder wo auch immer in Deutschland nochmal ansprechen. Das sind Menschen, Makler, die wir schon persönlich kennengelernt haben. Dort haben wir uns schon mal einen Eindruck holen können. In einem Fall, kürzlich in Berlin, haben wir uns wirklich, weil der Stadtteil, also weil die Stadt ja sehr, sehr groß ist, und haben wir uns stadtteilspezifisch einen Makler ausgesucht bei einem Bewertungsportal für Makler, nämlich maklerempfehlung.de. Wir sind dort selbst... Gut. Ja, genau. Also alternativ, also der erste Punkt ist wirklich, wir schauen, welche Makler haben vor Ort gute Bewertungen. Gute Bewertungen. Das geht entweder über maklerempfehlung.de, über Google oder auch über das Branchenbuch bei Immobilien-Scout. Ja. Aber das könnte jetzt jeder andere auch. Genau, das kann jeder andere auch. Der zweite Punkt, wenn man dann da einen gefunden hat, was, glaube ich, also für mich so der Haupt, also das Hauptauswahlkriterium ist, ich schaue mir die Homepage des Maklers an. Auf jeden Fall. Die Homepage ist die heutige Visitenkarte. Wir schauen uns als Kunde dieser Homepage an, als Kaufinteressent, als auch als Verkäufer, für unseren Verkäuferkunden. Und wenn ich da schon, ich sage jetzt einmal, das Design aus den 90er Jahren finde oder das Gefühl habe... Baukasten mit irgendwelchen vorgefertigten Texten und man merkt, da steckt nichts Individuelles dahinter. Mhm. Man sieht, wir sind da sehr stark drauf fokussiert. Also wenn man sich unsere Website anschaut, die hat nichts mit der klassischen Makler-Website zu tun. Sondern wir legen da einfach Wert drauf, unsere Philosophie zu zeigen. Und wenn das natürlich andere Makler auch tun, und da sind wir wieder bei dem Aspekt erster persönlicher Eindruck, hat man halt schon mal ein viel besseres Gefühl dafür, wer ist die Person oder sind die Personen, die dort arbeiten, als wenn das jetzt einfach nur irgendwie so Passfoto-Automaten-Bilder, wie heißt das, Pass? Also egal. Die Maria und ich, wir haben ja für dieses Objekt in Berlin einen guten Makler gesucht, ein schönes Beispiel. Ein griechischer Kunde von Maria, der eine größere Immobilie verkaufen möchte. So, und dann war natürlich die Frage, wen nehmen wir dafür? Es ist klar, dass du bei einem größeren Objekt auch einen Makler vor Ort brauchst, der was kann. Wir haben mit ihm telefoniert, das ist das Allerwichtigste, auch hier den ersten Eindruck verschafft. Und wir haben ihn ganz klar nach seinem Kaufprozess gefragt, Verkaufsprozess gefragt. Hat er überhaupt einen? Ja, wie macht er das? Wie wickelt er ab? Welcher Marketingmaßnahmen bedient er sich? Mit welchem Provisionsgefüge arbeitet er? Ist seine Arbeit etwas wert und lässt er sich das auch was kosten? Ja. Bleibt er denn im Rahmen oder wird er unverschämt? Manche Makler arbeiten ja mit über 3,x Maklerprovision, rechtfertigen das dann mit einer nicht eingeholten Innenprovision etc. Also es muss jemand sein, dem wir guten Gewissens eben empfehlen können. Und wir wissen natürlich aus eigener Erfahrung, ist der Makler zum Beispiel wie in diesem Fall in Berlin, auch hier Chefbetreuung, ganz nebenbei gesagt, also kein Angestellter, sondern der Inhaber. Das wäre jetzt auch mein nächster Punkt. Der Inhaber noch. Selbst war es in dem Fall und wir hatten ein Gespräch auf Augenhöhe und uns war sofort klar, das ist unser Mann. Die beste Empfehlung, die wir geben können. Und das Ganze lief auch wirklich reibungslos durch,
weil auch dieser Makler zu dem Kunden gut gepasst hat und vor allem zu den Immobilien in dieser Lage der Stadt. Das heißt also, der hat A, einen guten Bestand gehabt und B, weiß er, wie man solche Objekte am besten vor Ort verkauft. Vor allem, er hat regionale Kenntnisse, die können wir gar nicht haben von München aus. Und es ist auch kein Makler gewesen, der erst seit gestern existiert. Mhm. Ich finde Startups gut, alles fein, aber man braucht Erfahrung. Es geht ja auch, weil wir haben ja beide Welten durchlebt. Großes Maklernetzwerk als Lizenznehmer und jetzt eigene Firma mit eigenem Namen im Logo. Ja. Und was ich, es gibt da jetzt keine pauschale Aussage, dass das immer so ist und das eine pauschal besser ist als das andere. Aber die Motivation des Maklers, den bestmöglichen Job zu machen, ist, und das ist meine persönliche Meinung und Erfahrung, größer, wenn der eigene Name im Logo steht und eine schlechte Arbeit auf den eigenen Namen zurückfällt und nicht noch irgendeine Dachmarke oder ein Netzwerk drüber steht. Da gibt es auch gute Kollegen und man kann auch in den bekannten großen Unternehmen gute Kollegen finden. Ja. Aber ich glaube, so das persönliche Engagement ist größer, wenn der eigene Name draufsteht. Aber ich glaube, jetzt haben wir zu dem Thema auch vieles erzählt. Also das ist, genau, also die meisten kriegen ja gar nicht mit, dass wir hier helfen können, was das Thema betrifft. Und ich möchte das einfach nur nochmal zusammenfassend sagen, ja, wir können auch über die Landesgrenzen, regionalen Landesgrenzen hinaus eine garantiert gute Immobilienvermarktung anbieten, mit dem, wie wir es tun. Wir tun es die letzten 10 Jahre schon, kann man sagen, regelmäßig und erfolgreich. Wir reden darüber nicht laut. Das steht auch nicht riesig auf unserer Homepage drauf. Und wir empfehlen aber auch nur Kollegen, die wir wirklich empfehlen können. Ja. Wieder Beispiel Saarbrücken. Ich habe dieselbe Recherche gemacht wie sonst auch. Ich habe keinen Kollegen gefunden, wo ich gesagt habe, den kann ich meinen Kunden empfehlen und deswegen lassen wir es auch. Dann lassen wir es und dann werden wir das auch so den Kunden mitteilen, weil bevor wir jemanden schlechten empfehlen, empfehlen wir lieber gar keinen. Dann fällt es nämlich wieder auf uns zurück. Weil dann kannst du eben nichts machen, richtig. Ja. Gut. Maria, stimmst mir zu oder hast du zu Berlin noch ein... Damit wir dein Mikro auch noch mal ein bisschen testen. Ich stimme alles zu. Ah, danke, danke. Ihr hört ja wirklich, also Maria hat so richtig Lust auf Podcast. Das wächst. Wir sind auch in Folge 7 besser als in Maria, Folge 1. Maria, das Mikro beißt nicht. Das ist ein guter Freund, dieses Mikro. Sag Servus. Ja, du sprichst für alle. Ja, genau. Wir kommen nicht mehr zu Wort. Ach so. Ja, das ist jetzt der Grund. Gell? Ja, genau. Genau. Zweiter Punkt geht ein bisschen schneller, aber kein Podcast oder fast kein Podcast ohne ein paar Marktstatistiken. Denn jetzt kommen so die ersten Zahlen. Wie lief es denn so während der Corona-Hochphase, zweites Quartal? Kurz zusammengefasst, nur 3 Zahlen, tut auch gar nicht weh. Deutschlandweit, also komplett alle Immobilien in Deutschland, Stadt und Land, sind die Preise im zweiten Quartal um 1-3% je nach Marktsegment gestiegen. In München und auch in allen anderen Top 7 Metropolen sind die Preise stagniert bis leicht gesunken. Wir werden gleich auch noch ein bisschen was zu unseren aktuellen Erfahrungen sagen. Ja. Auf Jahressicht sind in Deutschland die Preise sogar 6-9% gestiegen. Davon ist dann wahrscheinlich vieles auch vor Corona passiert. Ja. Spannend wird jetzt natürlich immer noch, aber wir haben ja schon mal gesagt, wir schauen nicht in die Glaskugel, was jetzt dann so Richtung Herbst und Winter passiert, wenn dann vielleicht noch wirtschaftliche Spätfolgen kommen. Aber was wir wirklich merken, ist, dass der, ich sage jetzt mal, Durchschnittspreissegment in München. Münchner Durchschnittspreis. Münchner Durchschnittspreissegment. Also, bitte alle anderen jetzt nicht am Kopf fassen. Es ist nun mal so hier. Also alles, was so zwischen 500.000 und 1 Million liegt. Du kannst fast 400.000 schon sagen. Ab knapp 400.000. 400 bis 800, wie auch immer. Also ich sage jetzt mal so, die gut erhaltene Dreizimmerwohnung ist im Moment etwas schwieriger zu verkaufen. Wir haben da trotz der uns üblichen Bewertung teilweise etwas längere Vermarktungsdauern. Das ist immer noch auf einem hohen Niveau, genau. Das Gejammer in Anführungszeichen, aber da spüren wir schon, und jetzt eben nicht nur bei einer Wohnung, sondern bei 3 Wohnungen in dem Preissegment, dass man etwas mehr Geduld haben muss. Wir kommen ja von einem sehr hohen, verwöhnten Niveau. Was Vermarktungszeiten angeht. Also da schnalzen ja alle mit die Ohren aus anderen Regionen. Wenn wir dann sagen, Mensch, wir haben schon seit 3 Wochen diese Immobilie in der Vermarktung, da kriegen wir schon Gänsehaut. Ne? Und alle anderen sagen, da bin ich gerade mal fertig mit der Vorbereitung. Also, aber es ist halt ein Indikator, vor allem wenn es jetzt mehrere Immobilien sind. Ich meine, die eine liegt knapp über 600.000, die andere knapp unter 600.000. Ja. Aber schon heiß sein.
Und vor allem Absagegründe beziehen sich auf Mikrolage, Nähe zu Hauptstraßen, Nähe zu Bahnlinien. Es ist gar nicht so, dass wir weniger Nachfrage haben. Ja. Es ist, dass das Verhalten der Kaufinteressenten hat sich verändert. Mhm. Es ist gar nicht mal die mangelnde Nachfrage. Es sind auch gleich viele Besichtigungstermine in etwa. Ja, aber vor Ort ist man wählerisch. Vor Ort ist man sehr wählerisch geworden. Also ich habe heute den Witz gemacht, dass einem die Fußleiste nicht gepasst hat und deswegen hat er die Wohnung nicht genommen, also mal übertrieben gesagt. Aber fast so kommt es einem gerade vor. Wir haben mal zu unserem Corona-Podcast erzählt, dass die Qualität der Kaufinteressenten eher zugenommen hat und dass die Touristen weggeblieben sind. Das war auch so eine Zeit lang. Ja. Und man muss jetzt sagen, Es kehrt sich ein bisschen um. Ja. Das Witzige ist aber, also das, was wirklich witzig ist, über 1 Million haben wir eine ganz andere Welt. Da läuft es besser. Also da, wo Krisen und Probleme und wirtschaftliche Aspekte keine wirklichen Probleme darstellen. Ich sage immer so, in der Liquidität. Die Bürger, die in Kurzarbeit geschickt wurden, haben natürlich jetzt eher etwas mal vorübergehende Unsicherheit als die auf Managerebene, die die anderen Leute in Kurzarbeit schicken. Ja, sie haben aber auch Probleme bei der Bank. Ja. Banken werden immer vorsichtiger. Korrekt. Also wir haben Glück gehabt, das ist dann gleich auch schon der Sprung auf den nächsten Punkt. Wir haben ja auch, also ich habe gerade gekauft, Marc und Maria sind kurz davor und bei uns haben die Banken mitgespielt, das war schon mal gut, aber dazu kommen wir gleich. Und was auch ein Unterschied, glaube ich, ist Stadt-Land. Ja, das Land gewinnt an Bedeutung. Wir haben ja jetzt das Haus am Schliersee verkauft, hatten dort Nachfrage, die wir nicht... Über 60 Anfragen, ja, genau. Über 60 Anfragen in 2 oder 3 Wochen und hatten 5 Familien, die es unbedingt haben wollten. Der Preis hat noch eine Dynamik entfaltet, ohne dass wir viel dazu tun mussten. Aber es war bei den Besichtigungen immer wieder das Argument, wir können jetzt 3 bis 4 Tage die Woche Homeoffice machen, müssen nur noch 1 bis 2 Tage pro Woche zum Arbeitsplatz nach München. Wir können es uns endlich erlauben, auf dem Land zu wohnen, wo wir schon immer hin wollten. Und das zeigt sich ja auch in den Statistiken, dass deutschlandweit die Preise leicht gestiegen sind, in den Metropolen aber leicht gefallen sind. Ja, und die Außenbezirke gewinnen immer mehr an Bedeutung, die Preise ziehen nach. Wenn du dir heute anschaust, was Neubau kostet am Stadtrand, da sind wir gleich sehr nah dran an den Preisen in der Stadt. Es wird zwar einiges gebaut, aber ich habe jetzt keinen Bauträger gehört, der sich beschwert gerade, ne? Ja. Der gerade ein Problem hat, seine Wohnungen loszubekommen. Ne? Und genau. In München bei größeren Anlagen, weil wir liegen jetzt in München ja im Neubau in guten Lagen auch über 10.000 oder ab 10.000 Euro. Also Neubau unter 10.000 ist wirklich nur noch am äußersten Stadtrand. Ja. Und da wird die Luft halt auch trotz niedriger Zinsen für viele dünn. Und wenn man dann halt ein Bauprojekt mit 100, 200 Wohnungen hat, dann werden halt nicht mehr die Türen eingerannt. Aber das muss man jetzt einfach auch weiter beobachten. An den Seen draußen ist die Hölle los, ne, Sebastian? Ich habe mich der Hölle angeschlossen und auch am See gekauft. Genau. Man stellt auch fest, ich habe auch ein Gespräch geführt mit einer Maklerin aus Chiemgau. Also der rennt sich gerade die Bude ein. Ja. Und auch für Mietwohnungen. Spannend ist dann, ob das jetzt eher so eine Phase ist, ob jeder erstmal jetzt gerade so aktionistisch sagt, ich muss hier raus und dann, wenn es ernst wird, drüber nachdenkt, funktioniert das wirklich? Manche mieten sich ja jetzt einfach mal eine Zweitwohnung draußen am Chiemsee oder Schliersee oder überhaupt im Voralpenland an, um beim nächsten Lockdown eben nicht in der Altbauwohnung zu sitzen in München mit einem 3 Quadratmeter Balkon. Aber gut, das ist eine interessante, also so schnelllebig und so viel passiert, ist schon lange nicht mehr auf dem Immobilienmarkt. Wir haben natürlich stetige Steigerungen gehabt. Aber jetzt mit Corona. Vielleicht erzählen wir jetzt einfach noch kurz, was ist bei uns noch, also nicht bei uns privat, also das danach, aber jetzt erstmal bei uns geschäftlich. Genau, Sebastian hat einen Plan. Ich habe ja die Liste vor mir und ich habe auch die Zeitschiene im Auge und wir wollen euch nicht zu lange langweilen. Und vergiss nicht, Maria muss ihr Mikro noch prüfen. Ja. Maria. Genau. Maria hat nach wie vor 2 Wohnungen im Angebot. Ja. Erzähl mal. Eine ist in Obermenzing, Grenze zu Pasing. Ist eine schöne 3-Zimmer-Wohnung, Dachgeschoss. Und das wird frei. Der Mieter zieht aus und es ist frei für jeden, der Interesse hat. Kaufpreis knapp 600.000 mit Garage. Ja, 570 mit Garage. Und das zweite, Kapitalanlage? Kapitalanlage in Unterschleißheim, 2-Zimmer-Wohnung. Das ist vermietet. Genau, an einen...
an einen älteren Herrn, also wirklich reine Kapitalanlage. Ja, da sehr nah an der S-Bahn-Station, so, das ist eine gute Kapitalanlage. Genau, findet man auf unserer Website mit allen weiteren Infos. Was, und dann kommen wir noch... Was haben wir da für einen Preis? 360.000 mit Tiefgarage. Ja, genau. Das ist eine Anlage, glaube ich, aus den 80ern, ne? Und sehr gepflegt. Ja, ja, sehr schön, ja, alles gemacht. Dann Forstenried. Wo sind wir? Ach ja, eine schöne Dreizimmerwohnung. Du fährst in einer Stunde hin zur Besichtigung, genau, da solltest du das wieder wissen. Das war's, genau. Hier ist er wieder, Mr. Kurzzeitgedächtnis. Ja. 76 Quadratmeter, schöne 76 Quadratmeter, nach Westen ausgerichtete Loggia, drei Zimmer. Wir haben einen sensationellen Kaufpreis von 599.000 plus Garage. Sofort frei zum Selbstbezug. Sofort frei zum Selbstbezug. Der Eigentümer ist gerade ausgezogen in ein schönes Haus. Was wir ja auch schon in einer der letzten Folgen berichtet haben. Ja. Genau. So, und das nächste, also wir fahren heute eben hin zur Besichtigung. Die Wohnung ist eigentlich sowohl für Kapitalanleger als auch für Selbstnutzer geeignet. Preis passt, Lage passt. Also nur mal so zur Info, 200 Meter zur U-Bahn-Station und der Eigentümer ist richtig traurig, weil er hat jetzt nicht mehr 8 Bäcker um sich rum. Es sind 8 Bäckereien fußläufig zu... Das ist doch das Argument, was man noch braucht. Das ist das, genau. Genau. Baujahr 99. Ja. Dann, was kommt jetzt neu? Wir hatten ja kürzlich das Thema Neuried, das Neubau-Eckhaus. Richtig. Und da steht jetzt das danebenliegende... komplett sanierte Reihe Mittelhaus zum Verkauf. Da geht es jetzt endlich los. Da geht's los. Wir haben hier 167 Quadratmeter Wohnfläche, dazu noch Nutzfläche. Also 7 Meter Hausbreite, ist echt, ja, ein schönes was Haus Besonderes für eine große Familie. Also man muss sich vorstellen, das war das ehemalige Eckreihenhaus, das ja angebaut wurde durch ein Neubauhaus. Also kein typisches Reihenmittelhaus, kann man sagen, schon Extraklasse. Also wirklich toll saniert und wir gehen demnächst in die Vermarktung. Wir produzieren jetzt noch Fotos sind gemacht, Film und 360-Grad-Aufnahmen, ja, und dann könnt ihr wieder in gewohnter Weise durchs Haus fliegen. Ist auf unserer Website schon als Vorankündigung drauf. Wer neugierig ist, auf www.lehmannhuber.de mal drauf gucken. Dort steht schon der Preis, dort stehen auch schon alle Daten und Fakten und die Bilder sind auch schon zu sehen. Also etwas für eine Familie, die auch gern mal größer sein darf. Das ist etwas, was vom Preis-Leistungs-Verhältnis in Neuried, in der schönen südwestlichen Ecke von München, sicherlich jetzt auch eine große Nachfrage erfahren wird. Genau. Zu guter Letzt, ich fahre jetzt gleich nach der Podcast-Aufnahme nach Riem, Alt-Riem, nicht Messestadt, ganz wichtig. Das schöne eine Zweizimmer-Gartenwohnung ist gerade in der Verkaufsvorbereitung. Homestaging, Renovierung, heute abgeschlossen. Das gucke ich mir jetzt mal an und übernehme den Schlüssel. Dann kommt der Fotograf. Geht demnächst in den Verkauf für 439.000 plus Stellplatz. Haben wir auch ein junges Baujahr, gell? Um 2000 rum. Ja, genau. Ja, das sind mal so die Dinge, die aktuell im Angebot sind. Ein paar Vermietungen noch, aber mit denen langweilen wir euch jetzt nicht. Aber kurz noch, dass wir auch erfolgreich waren in den Sommerferien. Das Grundstück in Stockdorf ist verkauft und eben, wie gesagt, das Haus am Schliersee. Genau. Und wen jetzt noch interessiert, was wir privat kaufen, darf noch dranbleiben. Alle anderen dürfen uns abonnieren, folgen, Feedback geben und abschalten. Aber wenn ihr uns noch 5 Minuten gebt, dann lernt ihr noch was aus unserem Privatleben. Genau, und vielleicht interessiert es euch ja, wenn der Makler selbst kauft. Ja? Genau, also wir können eine kleine Zusatzrubrik für die Zukunft machen. Was erleben wir selber, ihr beim Kauf vom Bauträger als Privater und ich als Kauf einer Bestandsimmobilie mit Kernsanierung. Ich glaube, das wird es noch ein paar Folgen füllen, aber fangt ihr mal an. Ja, du hast das spannendere Thema, denn du hast dir ja in deiner Traumecke am Tegernsee was gegönnt und hast wirklich was Tolles gefunden und bist ja dann als eigentlich schon, ich glaube, das erste Mal mit dem Handwerker schon unterwegs gewesen. Gell? Ja, genau. Wie war denn der Kauf, Sebastian? Beim Notar, also es war eigentlich... Ich glaube, du hast doch gute Maklerin gehabt, gell? Eine nette Maklerin hat uns das Ganze auch im Prozess einfach gemacht und nette Verkäuferin und beim Notar war man. Jetzt geht es dann eben los, wenn der Kaufpreis geflossen ist, gleich mit den Handwerkern und jetzt Baumarkt, Fliesen aussuchen, Boden aussuchen und all das. Ich glaube, bei mir kommen die spannenden Themen dann in den nächsten Wochen, wenn ich was erzählen kann, wie Renovierung läuft und was man alles da so miterlebt. Darf ich dich was fragen? Jetzt bin ich mal hier der Moderator. Ja. Sebastian, hast du provisionstechnisch bei der Finanzierung was gedreht? Du weißt es genau, aber es ist eine gute Frage, ja. Ja, ich mache das jetzt so, als wenn ich... Ja. Sagen Sie mal, Herr Hüber, haben Sie da was gemacht? Genau, also wir sind nicht hast nur... Das ist ja das Thema, was nicht jeder weiß, vielleicht interessiert es ja. Ja, ja. Nee, guter Punkt. Also
Für die Finanzierung, das ist, habe ich jetzt nicht exklusiv und zum ersten Mal gemacht, das ist auf, ein guter Finanzierungsberater sollte diesen Tipp immer mal mit einstreuen. Ich habe es halt jetzt schon in der Vergangenheit ein paar Mal mitgekriegt bei Kunden. Also man kann die Käuferprovision, die ja eigentlich mit 3,48 oder 5,7% separat als Kaufnebenkosten ausgewiesen sind und damit von einer Bank nicht mitfinanziert werden, kann man so umbauen, dass man sie in einen höheren Kaufpreis einrechnet. Das heißt, den Verkäufern einen um diesen Eurobetrag höheren Kaufpreis anbietet und die Verkäufer dann diese Provision an den Makler bezahlen. Vorteil für den Käufer: Man kann diesen Betrag als Bestandteil des vereinbarten Kaufpreises mitfinanzieren und muss weniger Eigenkapital einbringen. So haben wir es hier auch gemacht. Somit sparen wir uns ungefähr 20.000, 25.000 Euro Eigenkapital, was wir jetzt... Oder kann er mehr Eigenkapital präsentieren zu der Bank und dann kriegt er auch... Ja, die Eigenkapitaldecke steigt. Genau, der Beleihungswert wird positiv beeinflusst und all solche Sachen. Ja. Ja, und das ist war jetzt noch so der Finanzierungstipp. In den nächsten Folgen kommen die Renovierungstipps und von euch kommen die Kauf vom Bauträger-Tipps. Ja, und es ist unser erstes Mal, gell Maria, dass wir das tun. Und wir müssen echt sagen, wir haben uns eigentlich rundum wohlgefühlt. Ich habe mir mit Maria zusammen schon im Herbst... Also man muss vielleicht noch für die, die zuhören, sagen, dass ihr auch privat liiert seid. Sonst kommt das vielleicht ein bisschen komisch. Genau, also die Frau, die dauernd ins Mikro quer reinspricht, ist die Maria und das ist meine Herzdame. Das wird jetzt romantisch. Wir geben Beziehungstipps, gibt es auch noch immer. Genau, um Gottes Willen. Ja, da müssen wir eine extra Podcast-Serie auflegen. Also Maria und ich haben positive Erfahrungen gemacht, können wir eigentlich... Ja. So sagen. Wir nennen keine Namen. Ein guter Bauträger. Also ein Objekt, das am Stadtrand liegt und das eben entsprechend etwas näher ist zu so gewissen Freizeitaktivitäten, die wir gerne machen, liegt. Ich muss sagen, der erste Eindruck schon im Baucontainer, den habe ich mir schon im Oktober verschafft. Dann waren wir aber jetzt dann noch ein bisschen zögerlich und dann haben wir uns entschieden, in die Richtung zu gehen und haben dann nochmal einen Termin dort gemacht. Also Kommunikation 1A, Problemlösungen und Sonderwünsche wurden auch erfüllt. Klar, alles geht nicht. Manchmal gibt es eben Dinge, die man nicht bekommt oder nicht. Aber so Learning daraus, man kann auch mit Bauträgern, die, von denen man meint, dass sie nie offen sind für Gegenvorschläge oder sowas, man kann auch, ich meine klar, man kann jetzt den Kaufpreis nicht 10% runterhandeln, aber man kann mal mit Sonderausstattungen, mit Stellplätzen und solchen Sachen, kann man Gesamtpakete schaffen, die auch für den Bauträger interessant sind. Ja, das ist korrekt. Wichtig ist halt einfach, Fragen zu stellen, ja, dass man wirklich, weil du kriegst, sonst kommst du nicht weiter. Und du darfst dir einfach da auch nicht zu schade sein, da auch hartnäckig dran zu bleiben. Auf eine höfliche, diplomatische Art natürlich, aber es ist einmal auch wichtig... Diplomatisch hat dann Maria gemacht, oder? Genau, diplomatisch hat Maria gemacht und ich habe dann mir die Fragen notiert. Aber das Wichtige ist ja, wenn man an einer Lösung arbeitet und man bleibt fair und freundlich, dann gibt es auch mit einem Bauträger eine Lösung. Ja? Der Vertrieb sitzt da, muss natürlich seine Ziele erfüllen, aber... Wir werden jetzt noch in der weiteren Planung noch viel zu tun haben mit dem Bauträger selbst. Jetzt haben wir eher mit dem Vertrieb des Bauträgers zu tun gehabt. Und ich muss sagen, wir waren begeistert. Sehr gute Erfahrung. Also ja. Kommunikation innerhalb von 24 Stunden, Antwort von E-Mails, das Nachrufen. Das, was dort gebaut ist, wird auch professionell beschrieben. Und die Dinge, die gehen, werden uns gesagt. Und die Dinge, die nicht gehen, auch ganz klar. Und man muss halt dann auch wirklich sagen, okay, wir brauchen vielleicht den einen oder anderen Stellplatz mehr, aber auch hier gab es dann einen Lösungsansatz und das macht vor allem dann mich happy, ne, dass man da auch ein bisschen flexibel ist. Die sind kundenorientiert und sie haben das gut betreut. Genau. Ja. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Soweit der Einstieg zu dem, was in den nächsten Folgen dann auf jeden Fall noch seine Fortsetzung findet. Wir sind bei 36 Minuten. Du länger wolltest als nur 20 sonst. Minuten machen, hast du gesagt. So ist das. So. Bei den nicht geplanten Podcasts redest du dann noch mal mehr, weil ich dir noch weniger ins Wort fall. Überzogen. Ja, die sechs Minuten kamen von Maria, sonst wären wir wieder schon in der halben Stunde gewesen. Sechs Minuten zu viel. Nein. Gut. Ich hoffe, es war interessant für euch. Genau, also auch wenn jetzt vielleicht ein bisschen unstrukturierter als sonst. Die nächsten Folgen kriegen wieder ein bisschen mehr Struktur, aber wir wollten uns mal wieder melden und demnächst kommen dann auch spannende Gäste, Thema Homestaging, Thema Einrichtungsberatung, Thema Baurechtliches, da arbeiten wir gerade noch an den Formulierungen und seid gespannt, wir sind jetzt wieder öfters da, die Ferien sind vorbei und
Bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Wir wünschen euch einen schönen Herbst. Ja. Ciao. Servus. Ciao.